Digitale Stahltrends. Gehörschutz von 3M. Neue Messe für professionelle Schneidtechnik. Bremer Institut für Werkstofftechnik wird Leibniz Forschungsinstitut. Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle sinkt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei DVS TV. Digitale Dienstleistungen bieten der Stahlbranche neue Möglichkeiten, noch zielgerichteter auf Kundenanforderungen zu reagieren. Viele Stahlhändler folgen dem Trend zur Digitalisierung und rufen Online-Shops ins Leben. Eine Umfrage hat jedoch ergeben, dass 88% der Befragten ihre Produkte noch nicht online bestellen. Dabei bieten Online-Shops heute schon weit mehr als nur Bestellfunktionen und fungieren vielmehr als Informationsplattform. Für 73% der Befragten ist die vollständige Digitalisierung im klassischen Stahlhandel noch Zukunftsmusik. Auch die papierlose Auftragsabwicklung per elektronischen Datenaustausch ist laut Befragung noch nicht in der konservativen Stahlbranche angekommen. Nur 23% der Studienteilnehmer setzen bereits darauf. Die meisten nutzen weiterhin analoge Bestellmethoden wie Fax, E-Mail oder Telefon. Die Teilnehmer, die den elektronischen Datenaustausch nutzen, sehen jedoch deutliche Vorteile. Sie profitieren von einem schnellen Datentransfer und einem einfachen Bestellvorgang. Laut den Ergebnissen sehen die Studienteilnehmer eine digitale Entwicklung in der konservativen Stahlbranche, springen aber noch nicht vollständig auf den Zug auf, sondern bleiben weitgehend ihren traditionellen Mustern treu. Wie laut ist Lärm? Beispiele aus dem Alltag und der Arbeitswelt veranschaulichen den Einfluss von Lärm auf die Gesundheit. Im Bereich von 0 bis 80 Dezibel spricht man von ungefährlichem Lärm. Zwischen 85 Dezibel, die eine Fräsmaschine verursacht, und 115 Dezibel durch das Hämmern auf Blechen wird es für das Gehör auf Dauer gefährlich. Vom Niethammer bis zum Geschützknall ist das Gehör sogar stark gefährdet. Arbeitgeber müssen laut EG-Richtlinie ab 80 Dezibel einen Gehörschutz zur Verfügung stellen. 3M bietet eine große Auswahl an Kapselgehörschutz, Gehörschutzbügeln sowie vorzuformenden und vorgeformten Gehörschutzstöpseln. Um sicher zu sein, ab wann ein Gehörschutz zu tragen ist, hat 3M eine App für Android- und Apple-Geräte entwickelt. Protect Ear zeigt die gemessenen Dezibel an und signalisiert durch Ampelfarben die Notwendigkeit eines Gehörschutzes. Bei Grün ist kein Schutz nötig, bei Gelb ist er obligatorisch und im roten Bereich muss der Schutz an hoch- und mittelfrequenten Lärm angepasst werden. Der Deutsche Schneidkongress und der Deutsche Brennschneidtag haben jetzt eine neue Heimat in der Messe Essen gefunden. Ergänzt werden die Fachkongresse durch die neue Cutting World, auf der vom 17. bis zum 19. April 2018 Laser-, Plasma- und Wasserstrahl-Schneidanlagen sowie die Technik des autogenen Brennschneidens ausgestellt werden. Zum 1. Januar 2018 wird die Stiftung Institut für Werkstofftechnik aus Bremen neues Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Dies gab die gemeinsame Wissenschaftskonferenz im April bekannt. Dem Beschluss ging eine Einstufung durch die Leibniz-Gemeinschaft und den Wissenschaftsrat voraus. Seit 1950 wird im IWT auf dem vielschichtigen Gebiet der Metallverarbeitung geforscht. Seit 1986 erforscht das Institut neben werkstofftechnischen Themen zudem die Gebiete der Verfahrens- und Fertigungstechnik. Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Das geht aus einer vorläufigen Statistik zum Unfallgeschehen am Arbeitsplatz hervor, die die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Anfang April veröffentlicht hat. Demnach gab es 2016 insgesamt 424 tödliche Arbeitsunfälle, 46 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht auf über 876.000.
Über das Unfallrisiko bei der Arbeit sagen die veröffentlichten Statistiken noch wenig aus, da Veränderungen am Arbeitsmarkt die absolute Zahl der Arbeitsunfälle beeinflussen. Also passen Sie auf sich auf und bleiben Sie sicher. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und adieu.